100 years have passed since the rise of the Eterin Empire and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as the War Tales. Moin zusammen, weiter geht's mit War Tales. Wir sind jetzt, glaube ich, fertig hier erstmal mit den Kopfgeldern, ne? Ausgeruht hat er sich auch schon. Untersucht die Leichname. Obwohl, warte mal, wenn ich schon hier oben bin, da ist nämlich irgendwas. Da ist doch irgendein Lager oder sowas. Oh ja, bin ich wieder neugierig, ne? Da hinten geht's zu einem Gelehrten, das wollen ihre Forschung vorantreiben, doch es scheint, als würden sie den Prüfungen den Blick der Inquisition lieber entgehen. Ich glaube, ich untersuche erstmal die Leichname. Ja. Ja. Oh. Oh, oh. Okay, die einen gehen nach oben. Schleiche ich mich jetzt an denen unten vorbei. Da, untersuchen. There's nothing left of these merchants' wares. They could have been slavers or fur traders for all we know. Von den Waren dieser Händler ist nichts mehr übrig. Sie könnten genauso gut Sklavenhändler oder Pelzhändler gewesen sein. Slavery goes against the Eye's teachings. So it could be the reason for their death. Allerdings ist die Sklaverei nicht mit den Lehren des Auges vereinbar, also könnte dies der Grund für den Tod gewesen sein. Oh Gott, das arme Pony, ne? Ja, ich habe ja selber ins Prinzip Sklaven. Lass uns nicht allzu lange verweilen. Bitte um Hilfe, die Rächer. Die Söldner der Bruderschaft scheinen einem Trupp hinterher zu sein, der an der Entführung einer Dame namens Corinne Winterfell beteiligt war. Ihre Ermittlungsmethoden versetzten die Einheimischen Angst und Schrecken. Einfach. Okay, kann jetzt... Ach so, ich werde dann wahrscheinlich gesucht, weil ich die ja damals entführt hatte, ne? Oh, gerade gesehen, die Lautstärke war ein bisschen doll eingestellt vom Mikro, ein bisschen leiser ist jetzt. Ja, schwierig. Ich bin jetzt ja hier in so einer Art Tunnel und wenn wir hier kämpfen müssen und gleich zu müde sind, komme ich hier wahrscheinlich nicht mehr weg. Dachtet ihr wirklich, die Windfels würden hier nicht nach euch suchen? Tja, da habt ihr falsch gedacht. Ihre Bedingungen waren kristallklar. Wir bringen ihnen entweder ihre geliebte Corinne zurück oder den Kopf ihrer Entführer. Also, wo ist sie? Richte der Bruderschaft auch, dass Corinne Prinz Al-Azhar geheiratet hat. Ausgesetzte Belohnung. Senftonikum. Ja, ich habe die 90 und ich will mir die sparen. Die Ausdauer. She married? Wait a minute. What did you say? Corinne married an Alazarian prince. Now that's an unexpected development. Well then, I suppose we should let the Windfell family know before continuing our mission. Here, take this for your troubles. Schwein gehabt, ne? Die Rächer erstattet abgesandten Bericht. Hier oben ist sogar noch ein Ausrufungszeichen, genau. Fragezeichen. Achso, das Banditenlager, ne? Erstmal muss ich hier schleunigst von der Straße runter. Zuflucht am Ernstberg. Da können wir kurz mal reinschauen. This shelter is the last. Yes. Wir sind gerade auf Tournee. Ja,
Sehr fein. Rubin und 35 Einfluss. So gesehen hat es dann ja nur 55 gekostet. And the mountain range that separates us from Edoran. Be careful if that's where you're headed. Ja, wegen dem Pendel müsste ich dann später nochmal Geheimnis und Weisheit, Vereinigung des Wissens. Da müsste ich dann nochmal zurück. Irgendwann. Ganz, ganz irgendwann. Untersucht die Leichname. Okay, wir ziehen erstmal weiter. Okay, das ist der zweite Weg hier oben hoch, ne? Okay, da muss ich jetzt aber gerade erstmal nicht lang. Guck nochmal in den Schrein. Bingo! Knöchel in der Glücksbringer. 469. Ah, nee, komm. Verlassen, verlassen, schließen. Untersucht die Leichname. Burg Drombach. Alizarian soldiers. No surprise here. These men probably blasphemed or committed some kind of crime against the eye. Okay, billigen. But I don't understand. These bodies are nothing like we saw earlier. We should keep going. Okay, sollen weitergehen. Untersucht die Leichname. Ah, nehmen wir die hier mit. Schneekriecher. Ja, warum nicht? Die hacken wir klein und schmeißen sie aufs Feuer. Huch. So, Viva Inkontinentia Deeper. Ach, guck mal, da haben wir noch einen Platz. Und irgendein Schneekriecher ist am Zug, von dem ich nicht weiß, wo er sich befindet. Splinter und Hark hat auf. Oh, was ist mit dem denn los? Nach einer Rast verdient der Trupp zwei weniger Tage. Achso, ist immer noch eingeschnappt. Stimmt, da war ja was. Tritos. Tauscht nochmal mit dem da. Viva geht hier raus. Hark hat Irema. Demencia. Ist dazwischen und kommt dann dahin und kann vier Stück in Stücke hacken, ne? Vier Stück in Stücke. Ja, Aufnahme läuft. Okay. War heute ein bisschen dusselig den ganzen Tag bei der Arbeit. Wäre nicht überrascht, wenn ich vergessen hätte, die Aufnahme zu starten. Typischer Montag an einem Mittwoch. So. Dann haben wir die hier hinten erstmal abgehängt. Die da auch. Ah, scheiße. Oh, Glück gehabt, Harkat. Aber Frostaura. Nee, hat er nicht. Schneekriecher. Nee, pass mal auf. Guck mal hier. Vier Punkte. Bling. Der ist weg. Der auch. Okay, jetzt muss ich einmal... Ach, Mist, Frostschaden, ne? Da hinten, der ist dran. Das glaubst du wohl selber nicht. So, Perspektive mal ein bisschen drehen.
alle ransaugen. Alle haben 30% mehr Schaden. Teufelskerl, 3 Runden lang, Raserei. Glanzleistung, Raserei. Der verursachte Schaden dieser Einheit erhöht sich, wenn ihre Gesundheit sinkt. Zusätzlich erzielen ihre Angriffe immer kritisch. Ja, so viel dazu. Das heißt, 4-mal tot, bitte. Ja, ohne Scheiß, ne? Das... Guck mal, der hat sogar nur den Rundumschlag bekommen, weil er gar nicht... Blanke Arschbacken. Weil er gar nicht nah genug dran stand, ne? Das ist der krasseste... Bild, glaube ich, die man haben kann. Mit rumziehen, schneidender Wind und den ganzen Scheiß. Und das Schutzschild vor allem. Ist es hier? Nein. Hier, Tritt ist jetzt dran. Bingo. Bam! So, dann machst du ein bisschen Platz nach hinten, sodass der Bär hier auf jeden Fall noch vorbeikommt. Und dann... Perfekt. Und stopp. Sehr gut. Da brauchst du gar nicht knurren, du kommst hier nicht ran. Rolinon. Okay, hier ist alles tot, ne? Ja, geil. Bring mal Splinter in Sicherheit. Weil ich nicht weiß, ob hier oben was noch rauskommt. Der ist down. Gib einen Punkt. Stärke 116. 90. Ach, kommst du doch nicht raus, ne? Schade auch. Ja, einfach nur, um Gewissheit zu haben, dass nichts von hinten kommt. Ganz gern wieder nach oben. Ja, ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Wir, meine Frau und ich haben das seit 6 Jahren mittlerweile, oder 7, ich weiß es gar nicht mehr, dass wir den ganzen Kram um eine Woche vorziehen. Hat einfach den Hintergrund, dass man überhaupt keinen Stress hat beim Einkaufen. Die Läden sind noch relativ leer und entspannt. Die Leute sind noch relativ entspannt. Und wenn alle anderen in Stress kommen, dann ist man schon durch, hat lecker gegessen, hat Geschenke bekommen. Und kann sich entspannen zu Hause. Das war richtig klasse. So, tritt sie mal in den Rücken. Und dann machst du dich vom Acker. So, am besten da oben hoch. Och Gott, habt ihr eine weite Reise vor euch. Was ist dieses... Gefrierender Krallenhieb, eisiger Atem. Ein inneres Zuges fügt dieser Einheit der Gesundheit aller benachbarten Gegner Schaden in Höhe von 15% der maximalen Gesundheit zu. Das ist eine echt fiese Fertigkeit. Günstiger Nebel. Solange sich diese Einheit im Nebel bewegt, hat sie Brutalität. Bewegt sie sich außerhalb des Nebels, hat sie Anfälligkeit. Ach, guck. Ja, eigentlich eine ganz coole Gegnerklasse, so vom Ding her. Ich mach hier mal einen Stopper hin. Oh, das wird auch noch spannend hier unten. Wo ist, ach Mist, hier rum. Taurus ist zu weit da unten runter, ne? Aber da lohnt sich auch seine Axt. Und da kommen noch 2. Ja, hau mal ruhig rein da. Plocks. So, kannst dann aber gleich mit hier hinten unterstützen. Viele Hände, schnelles Ende.
So. Bewegung bis dorthin. Der ist nämlich gleich auch noch dran. Wo ist er denn? Da sind noch zwei andere vor. Ich sag mal, Bärchen geht nach vorne. Bewegungsunfähig. Das wird noch spaßig hier unten mit den Vieren. Cecile. 1, 2, 3. Sehr geil. Der ist down. Rolling, rolling, rolling. Aber jetzt ist, glaube ich, blöd hier mit. Ah, ist es nicht. Geil, down. Auch down. Richtig gut. So, jetzt machst du mal einen Schritt vor. Noch einen Piekser. Und weg da. Oh, da ist noch einer. Hm, Mist. Armes Bärchen. Ja, auch down. Okay, Irima. Sind nur noch diese drei hier, ne? Trauen wir uns da mal ran. Und noch eine. Oh. Erst den Pfeil. Geht hier am Spieß. So, der kommt dort nicht durch. Lauf mich runter. Das waren wahrscheinlich die letzten beiden hier unten, ne? Boah, Schneekriecher. Ich könnte ihn verhaften, ne? Aber... No way. Das sind noch eine ganze Menge, ne? So, ein neuer Fight. Den sehe ich nicht, wo der kommt. Wie weit ist mit Pony hier runter? Nee, schafft er nicht. Ach, lohnt sich nicht jetzt hier irgendwie Punkte zu verschwenden. Was ich allerdings machen kann. Unterdrückungsfeuer. Ah, perfekt. Wow. Alter. Und ich fand die Fertigkeiten von Dementia schon krass. So, Teddybärchi. Hat er gerade gerülpst oder was war das? So, einmal hier hinter. Sehr, sehr schön. Und hier kommt keiner mehr durch. Boah, Schwein gehabt, Junge. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Kommt hier hinten noch einer aus dem Schatten? Bringen wir meine Leute hier weg. Dürfte aber eigentlich nicht. So, der nächste wieder. Down. Fast down.
Bin mal gespannt, ob es überhaupt von denen irgendjemand hier reinschafft. Zack. Jupp, auch down. Auch ganz knapp. Das sind auch die letzten drei hier, ne? Okay, neue Runde beginnt. Das war der vierte, glaube ich, ne? Ja, guck mal, einen hat er noch. Der, derjenige. Ne, okay, der haut nicht zu. %88. Nee. Aber er hier kann. Gibt dann nochmal einen Punkt. Sehr cool. Yay. Okay, einpacken. Das ganze Essen. Zack. So, wir müssen. Ja, wir folgen einfach mal dem Weg hier. Ich hoffe ja sehr, dass mir jetzt hier keine Wachen entgegenkommen. Hier ist auf der Rückseite irgendwas, ne? Ah, na komm, lass mich über die Brücke. Also. Untersuchen. It's not a pretty sight. Käse gefunden. Das ist kein schöner Anblick. Es sieht aus, als wäre das Pony, das den Karren gezogen hat, explodiert. Oh, ich frage mich, was diese Bauern verbrochen haben, um so einen Tod zu verdienen. Vielleicht haben sie unterwegs einen Schrein ausgeraubt oder Priester beleidigt. Ja, ist im Prinzip das, was ich immer mache. Could there be a connection with the other reckonings? We studied three different occurrences and they didn't seem to have anything in common. It's as if the eye was striking at random. No, that's impossible. The God of Light does not punish without cause. There must be another explanation. We will get to the bottom of this. Ja, ich. Das ist ein Kriegstrupp. Scheiße. Ich will nicht hier irgendwo. Nirgendwo rasten. Ist das da? Oh, guck mal hier. Komme ich hier runter? Ich komme da runter. Ist vielleicht aber nicht das cleverste gewesen, da runter zu gehen. Geh mal wieder hoch. Okay, hier rasten wir. Keine andere Wahl. So, 17 Leichen. Eine behalten wir. Obwohl, ne, 0 von. Wir können alle essen. Hält 3 Tage. Meisterin Inkontinentia. Zack. Kochkelle. Gucken wir mal. Schweineeintopf. Kohlbarsch. Ratteneintopf, auch lange nicht gemacht. Kohlrouladen. Oh, ich hatte jetzt Rinderrouladen. 8 Stück über die Weihnachtsfeiertage. Richtig, richtig gut. Heute die letzten gegessen. Schmorhähnchen. Aalsuppe. Ich mache eine Aalsuppe. Zack. Goodie. Mal wieder das Salzschaufelchen einmal zurücktauschen. Und dann haben wir hier noch so einen komischen Schrein. Naja. Ah, Hackert, warte mal. Das müsste eigentlich jetzt fertig sein, der geklaute. Mal nach Typ sortieren. Hier, geklaute Rubin.
Gut, dann komm mal von der Kiste weg. Flucht 10, 10. Okay, der hat noch genug zu tun. Der hat noch genug zu tun. Der hat auch noch. Und er hat bald nichts mehr zu tun. Okay, klasse. So, dann brauchen wir jetzt als erstes diese... Was waren das hier? Überbackene Hammer, genau. Bewegungsgeschwindigkeit. Im Schnee erhöhen. Maximale Tapferkeitspunkte brauche ich, glaube ich, nicht. Lambiertes Krokoporkus für weniger Nahrung. Renndauer erhöht. Haferbrei. Einstellerfondue. Kulturschock. So, und dann haben wir noch ganz viele Ratten, aber auch Bärenfleisch. Sehr schön. Gefahr 80% beim Rasten. Na Mensch, das wird ja was. Jupp, Schneekriecher. Ich würde sagen, hier sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß weiterhin, bis gleich und ciao.